Musikproduktiv und Musetalk TV präsentieren den Webcast von der Musikmesse 2012. Hallo und herzlich willkommen zum Messecast 2012 von der Musikmesse in Frankfurt. Präsentiert von Musetalk TV und Musikproduktiv. Und jetzt bin ich bei Antelope Audio und die versprechen einen unglaublich fetten Sound. Allerdings wollen sie auch eine ganze Menge Geld dafür haben, aber das wird mir jetzt hier und der offizielle PR-Manager erklären. Hallo, mein Name ist Erol Ergün und ich werde euch jetzt kurz erklären, warum der, sag ich mal, der 10M, den wir haben, das beste Gerät auf dem Markt ist, was 100.000 Mal genauer taktet. Aha, das ist das obere Gerät, ne? Europa-Präsident oder untere? Das Gerät, was ihr hier zum Beispiel hier seht zurzeit, ist die Atomic Clock, das ist die sogenannte 10M. Da ist eine Rubidiumgas drin, was man aus der Satellitentechnologie her kennt. Und dieses taktet quasi, gibt einen Referenztakt aus, der ist 100.000 Mal genauer als herkömmliche Quarz-Oszillatoren. Das heißt, das, was ihr normalerweise in der Audiokarte oder beispielsweise, was ihr normalerweise hier im Computer sitzen habt, als externe oder interne Version. Und das Besondere daran ist, dass der eine Abweichung von der Taktreferenz hat von, sagen wir mal, ca. einer Sekunde pro 1000 Jahre. Sehr viel Marketing, aber wir können es beweisen. Das soll man angeblich hören können. Ja, der Trick bei der Sache ist ja nicht nur, dass du das natürlich nicht nur mit Number Crunching sozusagen durchführst, sondern der Trick besteht halt zum Schluss endlich darin, dass du deine ADDR-Wandlung durchführst und dann dabei ein viel differenziertes Bild hast, weil die analogen Signale richtig gewandelt werden, on Takt, also on Time, richtig original getaktet sind. Ich glaube, das ist ja so, wenn ich das jetzt als Laie mal, Halbleihe, mir überlege, das heißt also eine Clock brauche ich ja, weil Sampling ja immer bedeutet, ich nehme Proben zu gewissen Zeiten. So, und wenn diese gewisse Zeiten, nämlich die Clock, nicht ganz sauber ist, dann kommt es zur Verschiebung. Also möchte ich, wenn ich digital was wandle, vor und zurück, auf jeden Fall einen stabilen Sync haben und immer an den Stellen messen, wo man eigentlich messen soll. Du könntest bei uns angestellt werden, das ist fantastisch. Das ist unser Produktspezialist für Taktung. Ja, für blöde erklärt, ne? Nein, das ist alles ganz genau richtig. Du machst es viel besser als ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Produkt ist halt eben schon relativ lange auf dem Markt und das findet man meistens eigentlich überall dort, wo Taktung sozusagen extrem wichtig ist. Speziell im Mastering oder im Produktionsbereich. Stichwort Mastering, da sitzen nämlich hier bei euch am Stand schon gleich zwei bekannte Mastering-Engineers und das hat ja sicherlich einen Grund. Denn die werden, genau, da winkt er schon, der hat uns nämlich auch schon im Studio das eine oder andere über, wie wichtig eine Clock ist, erzählt. Geglaubt haben wir es halb, weil wir es selber noch nicht gehört haben. Aber das ist ja nun mal schon mal ein Beweis dafür, dass wenn die Herrschaften hier bei euch am Stand sitzen, dass das eine relevante Technik ist und das Wichtige ist. Wir dürfen nicht lügen. Wir sind seit 25 Jahren am Markt und das Weltpremiere haben wir sozusagen mit diesem Gerät hier jetzt oben. Das ist das Eclipse. Die Eclipse 386 Kilohertz fähig, ist also in der Lage, Audiosignale 24 Bit mit 384 Kilohertz zu samplen und natürlich auch auszugeben. Und das Witzige an diesem Gerät ist, um das mal sehr zu formulieren. Es hat sowohl einen Sample-Unit, also ADDR-Konverter, als auch sozusagen die berühmte Clock-Technologie, sozusagen, die wir hier schon zeigen. Also die Clock-Technologie sozusagen ist dort eingebaut. Und ich brauche da keine nochmal eine Clock kaufen. Nein, von euch. Die Clock ist richtig, ganz genau. Und sie hat eine komplette Monitorsektion. Das heißt, für den Mastering- und Probing-Bereich kannst du beispielsweise das Signal, wie in jedem Mastering-Produktionsbereich-Studio, kannst du das beispielsweise dort abfragen. Und das alles in einem Gehäuse. Und vor allen Dingen zum Preis sozusagen, wenn du die einzelnen dieser Technologien zusammennehmen würdest, würdest du bei ca. 8.000 bis 12.000 Euro landen. Und das Gerät hat einen VK-Preis, Straßenpreis von ca. 6.000 Euro. Ist Europapremiere und ihr seid, glaube ich, die Ersten, die das per Video aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, sage ich da nur.